Hi, wie viele von euch wissen, habe ich ja im Januar 2020 meinen YouTube-Kanal gegründet. Währenddessen habe ich auch noch ein Jahr bis Ende Dezember 2020 in der Industrie gearbeitet als Elektriker. Des Weiteren habe ich dann dort gekündigt wegen dem Industriemeister Elektrotechnik. Und ab dem 1. Januar, also ab dem 4. Januar 2021, dann Industriemeister gemacht und YouTube Vollzeit in dem Sinne. Dann hatte ich ja die Prüfung nicht bestanden anhand von drei Fächern, wo ich aber eine Ergänzungsprüfung bei einfach gemacht habe. Bei den zwei anderen Fächern habe ich die Nachprüfung geschrieben und jetzt haben wir lang genug gewartet. Jetzt sind die Prüfungsergebnisse da. Entweder ich habe wieder verkackt, dann darf ich nochmal nachschreiben, oder ich habe genug Punkte für eine Ergänzungsprüfung, oder ich habe direkt jetzt bestanden und den Industriemeister in der Hand. Erstmal gucken wir mal. Eine Rückblende, wie das vorher war, woran es gelegen hat. So, hier beispielsweise haben sie gesagt, leider müssen wir Ihnen mitteilen, so und so, dass Sie nicht bestanden haben im Juni 2021. Das Ding ist rechtsbewusstes Handeln, hatte ich 60 Punkte, da habe ich bestanden. Betriebswirtschaftliches Handeln habe ich eine Nachprüfung abgelegt jetzt. MIKP oder wie heißt das? Ja, genau, MIKP habe ich 83 Punkte bestanden. ZIP habe ich auch bestanden mit 67 Punkten. NTG habe ich komplett nachgeschrieben, hatte ich nur 15 Punkte. Und die übergreifende Basisqualifikation insgesamt, naja, 50, 51 Punkte, aufgerundet 52. Und beim anderen Blatt sah das so aus, dass ich Handlungsbereich Technik nicht bestanden habe, aber dort die Ergänzungsprüfung bestanden. Da will ich auch gleich noch mal ein paar Worte zu verlieren. Des Weiteren genau Organisation bestanden und das situative Fachgespräch, das situationsbezogene habe ich auch bestanden mit 86 Punkte. Also hat es jetzt nur an NTG und BWH gehapert und die habe ich entsprechend nachgeschrieben. Ja, das Ding ist bei der Ergänzungsprüfung Technik, wo ich dann da war, war richtig Hammer. Der vom Prüfungsausschuss, der kannte mich auch durch meine YouTube-Videos. Die haben mir auch unterschiedliche Sachen und Fragen und so weiter. Und wo er mich gesehen hat, hat er gesagt, ich habe bei einem Video gesehen, dass du dich recht gut mit Leitungsschutzschaltern auskennst. Und dann hat er mir von ABB so einen Leitungsschutzschalter in die Hand gedrückt, welcher eben durchsichtig war mit Plexiglas, wo man reingucken konnte. Und dann sollte ich die einzelnen Bauteile benennen und eben noch sagen, wozu ist das Bimetall da, wozu die Feuer- oder Funkenlöschkammer, wozu ist dieser Schlagbolzen und wie reagiert der bei Kurzschlüssen und alles Mögliche. Und da definitiv volle Punkte in dem Fall. Bei der anderen Frage, was dann über Technik ging, nicht so übelst gepunktet, gerade auch bei Sicherungen, wie sagt man, IZ, IN und halt der Nennstrom, wenn man da auslösestrommäßig von den Sicherungsparametern ausgeht, um die Sicherung zu finden, da habe ich ein bisschen ja, Punkte verloren, sage ich mal. Aber im Großen und Ganzen schauen wir jetzt mal, wie die Ergebnisse sind. Das Ding ist, ich habe hier den Brief, ich mache den mal jetzt so auf, ich gucke ihn mir an und danach zoome ich dran und sage ein bisschen was dazu, weil ich weiß ja selber nicht, was hier drin steht. Und ja, aus datenschutzrechtlichen Gründen darf ich nicht alles, was auf dem Blatt drauf ist, zeigen. Deswegen habe ich hier auch ein bisschen rangezoomt, dass man nur die Punktevergabe sehen konnte. Also ich weiß nicht, ob es schon ein gutes oder schlechtes Zeichen ist, dass das hier so dick ist. Dick heißt immer Nachprüfungsanmeldung beispielsweise. Boah. Ja, ich sehe schon jetzt, dass ich nicht bestanden habe. Ich weiß aber auch nicht, also BWH reicht bestimmt für eine Ergänzungsprüfung, wenn man da überhaupt eine Ergänzungsprüfung machen kann. Und NTG weiß ich nicht, ob das ausreicht. Die Leistungen habe ich erzielt. Einladung zur mündlichen Ergänzungsprüfung, geprüfter Industriemeister, Fachrichtung Basisqualifikation. Separaten Schreiben. Hier sind die Termine. Am 8. Februar um 9 Uhr und um 9:30 Uhr. Das sind dann tatsächlich zwei.
Termine direkt hintereinander. Das hier nochmal zur 3G-Regelung. Hammer, ich muss keine Nachprüfung mehr ablegen. Leider nicht bestanden. Aber in beiden Fächern habe ich am selben Tag hintereinander die Ergänzungsprüfung. Und dann weiß ich Bescheid, ob ich bestanden habe oder eben nicht. Also das sieht jetzt deutlich besser aus. In BWH haben mir nur 3 Punkte gefehlt zum Bestehen. Und NTG haben mir demnach 19 Punkte gefehlt zum Bestehen. Aber das ist schon mal ganz okay, dass ich da jetzt Ergänzungsprüfungen machen kann. Und die sind wesentlich leichter oder gehen leichter von der Hand für mich persönlich, als es schriftlich zu machen. Boah, ich hoffe so sehr, dass ich dann bei den Ergänzungsprüfungen punkten kann. Und ich brauche nicht viele Punkte, gerade in BWH nur ein paar. Das wird ja immer so gehandhabt, je mehr Punkte man hat, desto weniger Punkte braucht man, um zu bestehen. NTG muss ich auf jeden Fall reinklotzen, aber ich habe auf jeden Fall Sachen, wo ich mich ranhangeln kann, um die auswendig zu lernen, beziehungsweise vieles kann ich so auch aus dem Stegreif jetzt schon beantworten. Und das wäre allein schon eine Genugtuung, weil wo ich Angestellter war, da wurde mir auf jeden Fall gesagt, boah, da wurde so gespottet, da wurde gesagt, als wenn der den Industriemeister schaffen würde. Und ja, ich hoffe, ich bestehe den. Das war's dann mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.